Christmas. It is Christmas. Eigentlich hätten sie das Game zu Weihnachten rausbringen müssen. Ja, eigentlich schon. Hatten sie auch, glaube ich, vor, ne? Das ja, war doch, ich, Division so wurde ja verschoben auf dieses Jahr. Was ich aber auch eigentlich positiv finde. Ey! Nullo Problemo. Wie Gangsters. Ah, ihr? Nee, alles noch liebe, nette Leute. Dann kommt Fabio angewatschelt. So, in den roten Bereich kommt man wahrscheinlich ins Gebäude komplett nicht rein, weil ich sehe gerade, hier ist alles zu. Ein Echo in der Nähe. Ein Echo in der Nähe. Okay, dann fassen wir mal eben das Echo hier in der Nähe. Wenn man schon mal hier ist, aus irgendwelchen Gründen. What the f- okay. Ach, ich darf wieder nicht schnell laufen. Nice. Toll. Das Essen gehört jetzt uns. Lasst alles fallen und seht zu, dass ihr Land gewinnt, verdammt. Pack das ein. Als nächstes geht's zum Garten. Alles klar. Ah, hier kommt man nicht rein. Hm, das rote Gebäude ist komplett zu. Hast du schon mal mit Schießen versucht oder so? Oder irgendwo gegen dich zu ducken? Lol, wie hast du denn das gemacht? Ah, lol, ja, okay. Hätte man ja auch drauf kommen können. Und schießen? Geht auch nicht. Geht auch wieder nicht. Ja, schießen kann ich, aber ich kann halt nicht laufen, Mann. Nice. Man kann sich ja hinter mir herporten. Alter, ist das krank, was hier wieder abgeht. Du hast aber echt viele Probleme. Wenn ich überlege, ich habe bis jetzt, bis auf so die Anfangsdinger, wie, dass ich das allererste Mal nicht schießen konnte oder im Optionmenü nicht auf Deutsch stellen konnte, hatte ich eigentlich noch nichts. Ich frage mich, wo das Wallergift herrscht. Richtigen Auto keinen Unterschied mehr, oder? Ach, jetzt soll ich wieder laufen. Dankeschön. Alles klar. Das ist voll die Sticky Nate, ey. Ach, hier ist auch schon wieder so ein Teil. Das ist ein Handy. Aktives Echo geordert. 300 XP. Ja, untersuchen. Warum müssen wir in der Kälte warten und du darfst als Erster ran? Okay, sind da hoch. So, da hinten darfst du schon wieder nicht rennen, oder was? Doch, doch. So, wir müssen da hinten die Leiter hoch. Gehe ich mal von aus. Oh, ne, die sind da zumindest hochgegangen. Muss ich das jetzt nochmal abspielen? Warum müssen wir in der Kälte warten und du darfst als Erster ran? Scheiße, ist das kalt. Halte die Klappe und pass auf. Dann gucken wir mal, dann gehe ich mal hier hoch. Ich komme mit. Ja, irgendwas muss es ja hier geben. Auch wenn die Mission ja scheinbar aus irgendwelchen Gründen schon zu Ende ist. Ah, hier kann man rein. Hallo. Wieder raus. Ich habe das Funkgerät im Apartment vergessen. Aber mir geht's gut. Ich musste bloß meine Gitarre auf dem Schädel von irgendeinem Typen zertrümmern. Nice. Du musstest was? Nein, ist egal. Hör mir zu, Heather. Kugelsicherer Fernseher. Was geht ab? Oh, geht's aber hoch. Das finde ich zum Beispiel nice. Da, lol. Lol. Ja, jetzt hab ich mal einen Bug, der... So, jetzt nochmal und... Ah, jetzt geht's. Ich durfte gerade die Treppe nicht hochgehen. Oh, Fabio hat wieder seinen Bug. Oh, hallo.
Lol. Die hat die gerade rot geblinkt? Meine Güte, Sie waren aber schnell. Kann ja. Ich jetzt raus hier? Würde ich mal behaupten. Und was Sie angeht, Agent, das bedeutet mir viel. Oh, grünes Ding. Lol. Ich schicke eine JTF-Patrouille vorbei. Ich schulde Ihnen einen Gefallen. In dem Dingens? Ja. In dem was? Kühlschrank war einfach so ein. Ich melde mich. Irgendwas. So ein grünes Ding drin, so ein grüner Rucksack. Bist du sicher, dass du es nicht gerade bekommen hast durch die Mission einfach so? Ja, okay, weil ich habe jetzt gerade beim sein. Abschluss habe ich gerade nämlich ein Dingsungs bekommen. Was aber nicht besser ist. Und ja, wow, die Pistole ist ja scheiße. Eine weiße Pistole, was soll man da auch verlangen? Gar nichts. So, dann gehen wir mal runter. Dann setze ich mal eben den Marker wieder zum Hauptquartier. Oh, da gibt es sogar direkt am Hauptquartier eine Mission. Falls du es lebend hierher zurückschaffst, haben wir eine Kleinigkeit für dich. Und falls nicht, wüsste ich auch schon, wem ich sie sonst gebe. Ich sehe die Sache praktisch, das ist alles. Over. Boah, die haben eine Kleinigkeit für uns. Okay, hier unten geht's gar nicht erst weiter. Das heißt, die müssen wir auch dann schon wieder raus. So. Oh. Hallo. Yeah, in action. Shield action, satisfaction. Ah, was willst du? Bäh. Oh, grünes Item. Schalldämpfer. Oh, ne, Nate. What the... Oh, das ist nur eine Rauchnate. Nur... Boah, die schilde ich tot. Alter, shit, macht 710 Schaden im Nahkampf. Nice, danke. Jo. Monsieur. So, was hatte ich da jetzt gerade aufgehoben? Ach, den Schalldämpfer, genau. Ja, kann ich den eigentlich jetzt auf der Pistole wenigstens draufpacken? Ne, sind keine Pistolenschalldämpfer, alles klar. Für die Pumpe dann? Ah, die Pumpe kann nichts als Lauf haben, alles klar. Alles klar. Alles klar. Jetzt hier mal wieder gekonnt zurück zum Hauptquartier. Quest. Was treibt ihr eigentlich? The question is, what is the question? So deep in meanings. 5D preme. Tu ich die Koshikolle, oder? Nee. Ja doch, hat gerade der alte asiatische Mann gesagt. Der hat mich beleidigt. Der hat mir den Dschihad erklärt. Den Dschihad? Ja, der hat mir auf Asiatisch, also auf Chinesisch oder so, den Dschihad erklärt. So, wo haben wir denn da? Du da hinten, ne? Weil wir alle Missionen für dich gemacht haben, oder so. Dankeschön. Vielleicht war es auch nur eine Laune des Schicksals. Gute Arbeit. Ja, ist ja gut, ich will ja auch nichts. Ich will nur gucken, ob ich genug von diesen blauen Punkten habe. Na, ach, ich brauche oh lol, ernsthaft. Ich glaube, diese Scheiße fahre mich aber mal offscreen ab. Weißt du, was wir gemacht haben? Hm? Wir haben grüne Mission wir haben blaue Mission gemacht, aber hätte ich grüne machen müssen. Ja, das fahre mich dann irgendwann offscreen, das ist ja nicht das Problem. Verkaufen. Ich will was verkaufen. Das kann ich eigentlich alles verkaufen. Ja, Wir machen von der Schusswaffe Gebrauch. Schrott verkaufen. Nice. Wie viel Cash habe ich jetzt? 1388. Für den Geld einen Aufsatz zu holen, finde ich irgendwie. Meh.
Da will ich doch lieber von dem Geld irgendwie... Ich hab die beste Auswahl in New York. Oh, das weiß ich nicht. Die Level 7 Rüstung hier, Alter. Gucken, was bringt mir? Hat das Ding auch irgendwelche... Oh, nur eine Menge Lebenspunkte, ey. Alter, ich kann mir Handschuhe holen. Blaue mit, die geben dann plus 24 auf Schrotflintenschaden und plus 12 kritische Treffer. Also, dann gehe ich in die Dark Zone rein, stehe direkt hinter dir, mach einen Schuss, paff. Ich dachte, wir kämen ins Geschäft. Gute Nacht, mein Freund. Und es gehört Ihnen. Oh, jetzt hat er sogar zwei blaue Sturmgewehre da, die jetzt 2600 kosten. Oh mein Gott, das sind Preise. Das sind Preise. Davon träumt der Führer. Vielleicht überlegt er sich noch. Weihe! Weihe! So. Ne, wenn wir jetzt noch schnell sind, ich bin soweit fertig. Also ich gehe jetzt schon wieder raus, ne? Ich bin auch schon, ich war schon draußen. Ach, du warst schon draußen. Dann machen wir uns nämlich noch schnell in die Dark Zone-Bereich, damit es dann alles so noch in die weitere Folge reinpasst. Also was heißt weitere Folge? Wir fangen dann jetzt die zweite an. So, ich muss Map. Kann ich mir... Ja, so. Wegmarker ist gesetzt. Siehst du den dann jetzt eigentlich auch, den Wegmarker, wenn ich den setze? Ja. Nice. Aber besonders, haben wir eigentlich ein Implantat im Kopf? Oder wie kommt das, dass wir diese ganzen Dinger sehen? Keine Ahnung. Wir sind halt die Special Agents. Ja, wir sind halt die Specials. Der Special Forces, der Ultra Special. Wir können es halt einfach. Wir haben das, was wir verlernt haben, haben andere Special noch nicht mal gelernt. Bah, stick den. Boah, direkt vor dir. Oh, hinter uns. Vor uns. Wo ist der denn? Hä, wo ist der Typ hin? Nein, der Typ hat einen Sniper. Ja, aber du nicht. Oh, schade, ich droppe die. Ich dachte, er droppt die jetzt vielleicht. Genau. Na, spawnen die Truhen neu? Nee. Ja, nice. Doch nicht. Aber gerade war es noch so komisch am Flackern. Wollte mich trollen. Dann kann man anfangen, irgendwann dann vielleicht wie bei Destiny die Truhen abfahren. Ja, ja. Das waren Zeiten. Beste Zeiten ever. Naja, geht so, ne? Hat schon Bock gemacht, brauchst gar nichts zu tun, ja. In den Raid reingehen, das erste auf hart machen und so. Das waren Zeiten, wohin mit dir? Läuft mich jetzt. Läufst einfach zu ihr zurück. Schon gut. Sie müssen nicht auf 5 bis 9 ist der Bereich hier, Alter. Hier müssen wir rumlungern. Das ist was für uns. Hier geht die Party ab. Boah, ich hab schon voll Angst, ja, Dark Zone. Das wird geil. Alter, was davon zukommt. Das wird geil. Da ist ein Gegner, Fabio. Ich kann mich nicht bewegen. Richtig geil. Ah, ah. Okay. Geiselrettung. Ach, da hinten. Ah, das sieht hier nice aus. Hier waren wir auch, glaube ich, noch gar nicht. Okay, nach da rechts kann man wieder nicht gehen. Checkpoint entdeckt. Oh, ich hab mich schon gefragt. Lila? Ist einfach Checkpoint. Na, Fabio kann wieder nur gehen. Boah, gefährlicher Dalmatiner. Ja, ich kann einfach... Was ist los? Ich kann wieder nur... Die Dark Zone ist abgeschottet und das aus gutem Grund. Dort hat die Infektion am heftigsten zugeschlagen. So sehr, dass okay. Weder wir noch das LMB darf ich noch laufen? Irgendwer Mann, sie aufhalten konnte. Jetzt ist es ein Niemandsland voller Menschen, die das Virus nutzen wollen, um den Fraktionen zu entkommen. Und was hinter diesen Mauern geschieht, nun, wenig davon ist gut. Lol, ich kann von außerhalb schon sehen, wie ein Helikopter gerufen worden ist. Oh mein Gott, Fabi, du verpasst die ganze Action hier. Beweil dich. Da kommt er. Nochmal eben schnell. Nein, das wollte ich nicht. Die Dark Zone ist abgeschottet und das aus gutem Grund.
Dort hat die Infektion am heftigsten zugeschlagen. Och, ich bin unter dem Boden. Weder wir noch das LMB noch da fällt der Fabio, da fällt er. Ich sehe es sogar von mir. Voller Menschen, die das Virus nutzen klar, wollen, um den Fraktionen zu entkommen. Und was hinter diesen Mauern geschieht, nun, wenig davon ist. Da unten fällt er, Leute. Irgendwo da unten, da sehe ich deinen Namen so halbwegs durch den Boden oder so oder irgendwas. Ich glaube, das müsste das sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das bist du. Da ist er doch. Der Defpunk 123. Ja, Defpunk 123. So, dann komm, da drin schreien sie schon, dann. Puh. Ich will auch schreien. Mach auf! Ja, du blockierst mich, du Honk. So, rein da. Guten Tag. Oh, ist der Darkzone-Händler. Was geht? Oh, wir sind jetzt aber wieder instanziert hier, ne? Wir sind nicht zusammen hier. Sie nicht, woher das stammt. Ach, stimmt, weil ich dich hier auch umbringen kann, ne? Und du mich. Mach ich bring dich um, ich bring dich um. Ich kann warten, wir werden uns schon einig. Ja, wir spielen ja trotzdem zusammen. Ich sehe dich ja trotzdem blau. Ja, wir sind ja auch in einer Gruppe, aber wir sind ja können uns trotzdem über dich töten. Nice. Boah, direkt vor uns ist einer. Boah, da kommen noch mehr. Es sind zu viele. Trasmissioni perturbate. Solo comunicazioni a corto raggio. What the fuck? Corrente interrotta. Scheiße. Avandalo, wo bist du? Ach, du bist schon weitergerannt. Nee, ich bin hier hinten. Ja, du bist weitergegangen. Da hätten sie zwei Spieler. Die stehen da und gucken sich an. Und einer spricht die ganze Zeit über den Chat. Ich hab Angst. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Bergung in, jetzt. Da hinten. Da wird geborgen. Hinter. Ja, aber die ist doch jetzt schon vorbei. Abholbereich, okay. Die wissen, dass wir kommen. Ne, haben sie gerade abgegeben. Ist weg. Da hinten laufen sie. Die sehen nur hier rüber. Die sehen dich. Boah, sind so viele, ne? Nicht feindseliger Agent steht da. Ja, weil er nicht auf, jetzt ist er, weil er auf dich geschossen hat. Jetzt sehe ich ihn auch. Der hat einen Sniper. Nee, das war auch kein Sniper-Schuss. So wenig Schaden. Heaven Snack. Oh, die holen Loot. Oh, hinter mir, ja. Du hast... Oh, hinter mir. Wir sind umzingelt, ne? Und weil du irgendwie auf den geschossen hast, wurde ich auch irgendwie jetzt so als rot markiert. Das ist Feind, ja. Du bist aber auch mitten in die Gegner reingerannt, ey. Ja, ich bin auch sofort tot umzingelt von 10 Gegnern. Weil du dich unbedingt mit denen anlegen musstest. Sie sind als Abtrünniger gestorben. Ja. Du bist ja nicht gezwungen, auf den zu schießen. Besonders, wenn du auf den schießt, wirst du sofort für allen anderen, die noch auf irgendwie auf noch keinen geschossen haben, als Abtrünniger angezeichnet. Ich dann zwangsweise natürlich netterweise mit. Ich wollte nur mal gucken. Nur mal gucken, wie die alle sinnlos in den Tod reißen. Und besonders darf man ja jetzt hier so schön 100 Jahre warten. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich neu gestartet bin. Bitte jetzt nicht im Operationshaus. Dann heul ich. Ah, nein, Leute, ich bin direkt im Darkzone-Bereich, alles klar. Ach, Darkzone hat sogar sein eigenes Level, alles klar. Aber ich hole jetzt erstmal die Schotti raus. Ach, da kann ich hier noch nicht, ja, dann gehe ich hier auch mal. Also was für eine Schießerei da wahrscheinlich jetzt gerade abgeht. Sollen wir einfach selbst wo rumgucken, was finden? Ja, ja. Und gucken, ob wir das überleben. Und gelogen, wie will Neufeld das alleine hier überleben? Vielleicht will er auch einfach nur ein paar Leute töten. Checkpoint entdeckt, Fifth Avenue. Gibt es so einen komischen Quarantänebereich schon wieder? Ah, hier ist wieder so ein Checkpoint-Bereich, alles klar. Hab eine Tür gefunden. Kann ich aber nicht öffnen. Warum nicht? Keine Ahnung, ist so Dingens so nicht am Leuchten. Okay. Ja, sollten hier nicht mal irgendwo irgendwelche krasse NPCs kommen, die Loot geben?
Weiß ich nicht, ich habe bis jetzt dann gar nichts gesehen irgendwie. Ne, ich auch nicht, deswegen. Und normalerweise... ich bin unter dem Boden, ey. Unfall ist unter dem Boden, ja, ich lauf schon mal. Ja, ja, auf jeden Fall beläuft's. Ich suche mal hier weiter in der Leere rum, weil ich wollte jetzt auch ungern einfach wieder in die ganzen Hände der Feinde rennen. Ich guck mal, ob ich hier EP für kriege, wenn ich zum Checkpoint eben gehe. Okay, dann geht's nur zum Händler. Verkäufer entdeckt, alles klar. Alles klar. Ich werd nicht mehr. Nee, nee. Du auf jeden Fall nicht mehr. Ist ja krank, ey. Ja, du hast schon ein paar Bugs. Wahrzeichen entdeckt. Aber nur ein paar, ne? Aber bis jetzt verstehe ich immer noch nicht den Sinn der Darkzone, wenn ich hier keine... Oh, was ist denn das hier? Ich bin bestimmt so der einzige Spieler auf der Welt, der diese Probleme hat. Genau. Was ist das denn hier? Abholbereich. Ach, hier wollen welche was abholen lassen, oder was? Oder hier muss... Ach, hier muss man wahrscheinlich was abholen lassen, wenn man was hat. Warum ist denn der Tankstelle ein verficktes Wahrzeichen? Hallo! Ah, hier habe ich Gegner. Okay, warte. Lol. Hier laufen lila Gegner rum. Alles klar. Jetzt wird die Schotti ausgepackt. Lol. Rang 2 erreicht. Yeah. Okay. Reisen zu Verbündeten in der Dark Zone ist nicht möglich. Musst du jetzt den kompletten Weg dann etwa gehen? Ja, scheint wohl so. Das ist krank. Boah, hat Dark Zone eine Schnellreisefunktion? Nö. Dann ist das durch das Gebagge echt krank. Oder warte mal, ich könnte ansonsten eben mir hier einen Ausgang suchen, da eben vielleicht schnell rein und raus gehen, wenn das geht. Obwohl, ist wahrscheinlich in dem Bereich nicht möglich. Da müsste ich erstmal 10 Kilometer wieder in die andere Richtung rennen. Aber das werde ich mal machen. Das werde ich mal tun. Vielleicht finde ich ja noch ein paar Bots auf dem Weg. Alter. Boah, Level 7 Gangster-Gegner gefunden. Oh, Alter, das... Oh, das sind echt viele fette Gegner. Oh mein Gott. Das überlebe ich nicht. Das sind zu viele. Das waren 3 gelbe 7er-Typen, ey. Weg hier. Du bist ja direkt in das Dingens gespawnt. Wenn du stirbst. Wo wird man gespawnt? Was? Du bist doch dann direkt in der Dark Zone gespawnt, oder nicht? Ja, wenn man stirbt, ja klar. Ach, das ist echt nervig, Mann. Ich kämpfe hier gerade mit so einem anderen Typen in der Dark Zone rum. Oh fuck. Hat irgendwas mit Schild zerballert. Oh, nice. Hier ist gerade ein anderer Typ, der scheint mir aber gerade echt zu helfen. Was ist der Typ down? Mir wird hier hinten auch geholfen. Inwiefern? Mir wird geholfen, unter die Map zu fallen. Ach so. Ich laufe hier gerade mit so ein paar anderen Spielern rum, die mich bis jetzt ignorieren. Da hinten lag aus irgendeiner Gründen einer auch down, den habe ich mal aufgeholfen. Da komme ich nicht hoch.
Puh. Ah, da liegen sogar zwei grüne Items. Oh, aber immer nur scheiß komische Schienbeinschoner, die auch kein Mensch braucht. Wenn du nochmal hinfällst, dann brauchst du die. Ja. So, kann ich jetzt mit diesen grünen Items echt nur raus, wenn ich die extrahiere? Oder ist das nur mit Dingsbums, mit so, wenn man so seltene Waffen findet, die vergiftet sind oder so, weil man die erst noch kontaminieren muss oder so? Das weiß ich auch nicht. Ich gehe mal gucken. Ich habe ja jetzt ein paar Sachen. Guck ich mal, ob ich hier zur... Irgend so eine... Ja, toll, der tötet mich einfach. Wieso tötet der mich einfach? Wow. Und jetzt hast du nichts. Wow, bester Typ. Öffentliche Objekte fallen gelassen. Private Objekte fallen gelassen. Nice. Also kann man echt niemandem trauen. Das ist cool. Ab jetzt müssen wir auch jeden Lone Wolf, den wir dann da antreffen, umbringen. Ja, hätte ich sowieso gemacht. So, ich weiß auch gar nicht, wie weit, wie viele Kilometer Fabio noch zu laufen hat. Ich guck mal auf der Map. Ist gar nicht so weit. Ich bin gleich da. Ich bin so quer gegenüber von dir. Ey, direkt am Anfang, da extrahieren die auch permanent. Wir müssten uns echt ans andere Ende der Karte da drin begeben, weil da die wenigsten Gegner zumindest rumlaufen, nicht wie da direkt am Anfang. Ja, Leute. Wir werden dann auch erstmal eben hier die Aufnahme beenden. Das geht dann natürlich alles wieder in der nächsten Runde weiter. Hier in der Dark Zone geht es dann direkt dann weiter und los. Wir hoffen natürlich wieder, dass es euch gefallen hat. Und wenn es das hat, lasst auch ein Like da. Schreibt doch in die Kommentare, wie ihr so Division bis jetzt findet. Und schaltet dann auch nächstes Mal ein bei uns, den Gamer Neighbors, zu einer weiteren Folge Division, die Beta. Haut rein, Leute. Haut rein.